Ich begrüße Sie zum zweiten Vortrag in unserem Routing-Block diesen Nachmittag. Der zweite Vortrag heißt CADAS Routing Plugin. Es geht um CADAS Albireo, eine Kugis-Variante und Routing mit Valhalla. Und gehalten wird er von Andreas Jobst von der Firma Camp2Camp. Guten Tag. Und herzlich willkommen zu diesem Vortrag zum Thema CADAS Routing Plugin. Mein Name ist Andreas Jobst. Ich bin seit knapp über 2 Jahren bei Camp2Camp und arbeite dort vom Standort in München aus als Projektleiter. Bevor wir zum eigentlichen Vortrag kommen, ein kurzer Überblick. Camp2Camp gliedert sich in 3 unterschiedliche Departments, Geospatial, Business und Infrastruktur. Camp2Camp gibt es seit mittlerweile fast 20 Jahren. Wir haben über 110 Mitarbeiter an 5 verschiedenen Standorten. Heute geht es um die Entwicklung eines Plugins für das Offline-Routing. Dieses Projekt wurde beauftragt von Arma Swiss und wir haben 2 zentrale Komponenten. Wir haben das Desktop-GIS und den Routing-Engine. Was wir getan haben, war den Plugin dazu zu entwickeln, der die Schnittstelle darstellt zwischen dem Desktop-GIS und dem Routing-System. Das Desktop-GIS, manche von Ihnen kennen es vielleicht, ist basiert auf QGIS, CADAS Albireo. Es ist stark vereinfacht, hat oben die, man sieht hier unten die Oberfläche. Es hat verschiedene Reiter, wo dann die einzelnen Funktionalitäten drinnen stecken. Die aktuelle Version kann man auf GitHub sich ansehen und auch den Code herunterladen, und 2.0.6 ist die aktuelle Version. Wir sind mittlerweile in Phase 2 des Projekts. In der ersten Phase vom letzten Jahr haben wir eben angefangen, den Routing-Plugin zu entwickeln. Die zentrale Funktionalität war, ein Routing von A nach B zu ermöglichen, die Option, verschiedene Profile zu verwenden, Wegpunkte einzubinden, also nicht nur das Routing von A nach B, sondern auch Zwischenziele angeben zu können, und dann natürlich den Navigationsmodus selbst, wo man anhand von einem sich aktualisierenden GPS-Signal dann entlang einer vorgerechneten Route navigiert wird. Hierbei haben wir auch noch die Einbindung von Sperrzonen implementiert, für den Fall, dass bestimmte Zonen umfahren werden sollen, und dazu noch die Berechnung von Isochronen und Isodistanzen. In Phase 2, da stecken wir gerade mittendrin, geht es um die Implementierung eines Patrouillier-Modus. Und hierfür implementieren wir in den genutzten, von uns genutzten Routing Engine eine Lösung für das Chinese Postman Problem. Eine kurze Übersicht über die Architektur. Es ist eben alles für den Offline-Betrieb gedacht. Also im Navigationsmodus ist man offline. Wenn man sich aber ins Internet einwählen kann, dann hat man die Möglichkeit, auf ein ArcGIS-Datenportal, das wird von und bei SwissTopo gehostet, zuzugreifen und sich die Daten für den Routing-Engine für eine bestimmte Region herunterzuladen. Hier drinnen sind wir dann im Offline-Betrieb.
Wir haben eben Kadas, dem Plugin, die Parameter, die Eingabeparameter werden dann über die Command Line an den Offline Routing Engine weitergegeben und die berechnete Route kommt dann zurück an das CADAS. Hier steht es jetzt schon, ich werde später noch darauf eingehen, warum die Wahl auf diesen Routing Engine gefallen ist, aber ja, also es handelt sich um Valhalla. Die Daten, wir haben keine speziellen Datenbanken aufgesetzt. Die CADAS-Daten sind in ihrer Ordnerstruktur, Projektdaten sind wie QGIS-Projekte als QGZ-Dateien gespeichert. Die Hintergrundkarten und Layer sind auch einfach gespeichert. Und die Daten für den Routing-Engine sind eben spezielle Tiles, die in ihrer speziellen Ordnerstruktur dann auch lokal angelegt sind. Die Auswahl auf dem Routing Engine fiel auf Valhalla. Wir haben verschiedene Anwendungen angeschaut und von Graphhopper über Open Route Service. Aber im Endeffekt sind die Anforderungen von Valhalla abgedeckt worden. Man hat verschiedene Profile zur Auswahl, unter anderem das LKW-Profil. Die Teilstruktur ist sehr interessant, also die Graph-Daten, die für das Routing verwendet werden, sind gekachelt und dadurch hat man eine deutlich niedrigere Auslastung des Arbeitsspeichers. Valhalla ist generell bereit, im Offline-Betrieb genutzt zu werden und verfügt auch über einen Matrix-Dienst, was für eben unsere derzeitigen Arbeiten am Chinese Postman wichtig waren. Es gab natürlich einige Herausforderungen. Die Dokumentation in Valhalla ist teilweise etwas knapp gehalten. Es ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, auf einer Windows-Maschine betrieben zu werden und deswegen hat es einige Zeit gebraucht, bis wir den Valhalla Installer für Windows paketiert hatten. Vielleicht schon mal ein Überblick über die einzelnen Funktionen. Erstmal wählt man das Datenpaket für die gewünschte Region aus, hat eben hier Zugang auf das SwissTopo Datenportal. Das befindet sich alles unter dem Reiter Navigation. Hat man dann einen Datensatz ausgewählt und installiert, kann man mit dem Routing beginnen. Hier ist die Form, die wir dafür nutzen. Also für klassisches Routing von A nach B kann man entweder mit der direkten Interaktion in der Karte Start- und Endpunkte wählen oder man nutzt das Koordinatenfeld. Fahrzeugtyp. Wir haben sowohl die schnellste als auch die kürzeste Route. Die Auswahl muss man auch noch treffen. Und ja, Wegpunkte kann man auch hinzufügen, analog zu dem Start, zum Start und zum Endpunkt. Und dann wird dieser Punkt in die Route eingebunden. Bei den Sperrzonen hat man verschiedene Optionen. Das ist hier unter Areas to Avoid. Man kann ein eigenes Polygon zeichnen oder ein bestehendes Polygon aus dem Ebenenbaum nehmen. Multipolygone werden mittlerweile auch unterstützt. Man kann also mehrere Sperrzonen haben. Und wenn diese gesetzt sind, wie in diesem Fall, dann wird eben eine Route um dieses Gebiet herum gerechnet. Wenn man mit der Route zufrieden ist, kann man in den Navigationsmodus gehen.
Diese Screenshots sind noch aus einer alten Version, als wir noch nicht das Live-GPS-Signal eingebunden hatten im CADAS. Da musste man dann manuell den Punkt die Karte entlang verschieben, um diesen Navigationsmodus simulieren zu können. Mittlerweile funktioniert aber die Anbindung ans GPS. Das erfolgt über die GPS Connection Registry Klasse, über diese QGIS Klasse. Und unterstützt auch von Friends und GPS Gate Software, die virtuelle COM-Schnittstelle für uns aufbaut. So, befindet man sich also zu weit weg vom Startpunkt, kommt die Nachricht, man ist eben nicht auf der Route. Sobald man dann plus minus 10, 15 Meter auf der Route sich befindet, springt eben alles in den Navigationsmodus und man bekommt die Anweisungen, wenn man während man die Route entlang fährt. Das waren die zentrale Anforderung. Dazu haben wir auch noch die Berechnung von Isochronen und Isodistanzen implementiert. Hier ein Beispiel für Isochronen. Man setzt den Mittelpunkt, kann dann die Intervalle angeben, wieder den Fahrzeugtyp. Wenn man jetzt für denselben Punkt die Isodistanzen berechnet, sieht man den Unterschied, das Ergebnis für die Isodistanzen. Gut, Phase 2, ich habe vorher gesagt, wir befinden uns gerade mitten in Phase 2. Es geht jetzt darum, diesen Patrouillenmodus zu implementieren, auch bekannt als Chinese Postman. Es hat viele Anwendungen. In diesem Fall geht es eben ganz klar darum, in einem bestimmten Gebiet das gesamte Wegnetz abzufahren. Zurückgelegte Strecke und oder Zeit sollen dabei minimiert werden. Unten sieht man schon ein bekanntes Fallbeispiel für das Haus vom Nikolaus, wo man eben keine Kante zweimal zeichnen oder durchlaufen darf und trotzdem alle Punkte miteinander verbinden muss. Bei dem Chinese Postman Problem gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt einfache Fälle und kompliziertere Fälle. Wir haben gesagt, für diese Phase bleiben wir bei dem sogenannten Directed Graph. Das heißt, eine Kante kann nur in einer Richtung durchlaufen werden. Dann haben wir für den Directed Graph den einfachsten Fall, den sogenannten Balanced Graph, wo jeder Punkt über zwei Kanten verfügt. Also es geht eine Kante in einen Punkt hinein und eine andere aus dem Punkt hinaus. Start und Endpunkt sind identisch. Und dann bekommen wir in diesem Beispiel, das über den Hier-Holzer-Algorithmus gelöst werden kann, diese Schleife, wo man alle Kanten durchläuft und am Schluss wieder am Startpunkt angelangt. Beim nicht idealen Graph, dem sogenannten unbalanced Graph, haben eben ein oder mehrere Punkte mehr als zwei Kanten. Das macht die Situation deutlich komplizierter. Und man durchläuft dann eine Reihe von Algorithmen bekommt am Schluss dann eine Strecke vorgeschlagen, wie man diese ganzen Knotenpunkte durchlaufen sollte. In diesem Beispiel hätten wir in Rot eine Möglichkeit, alle Kanten wären abgedeckt, aber wir sind nicht am Ende sind wir nicht wieder am Startpunkt angekommen.
Wenn das jetzt eine Voraussetzung wäre, stünden wir bei B und nicht bei A. Und weil wir eben gesagt haben, dass die Kanten nur in einer Richtung durchlaufen werden können, müssen wir in diesem Directed-Szenario dann eben diesen kleinen Umweg gehen. Ja, wie gesagt, wir stecken derzeit noch mittendrin in den Entwicklungen. Wir haben die Datenstruktur weitestgehend angepasst, dass wir vom Plugin nach Valhalla eine Anfrage stellen können und sind jetzt eben dabei, den einfachen Fall zu implementieren für den Balanced Graph und dann im zweiten Fall auch den Unbalanced Graph. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Hier haben wir noch ein paar nützliche Links. Einmal zum Qadas Open Source Projekt, zu dem Routing Plugin. Von der Technischen Universität München gibt es eine sehr gute Animation zum Thema Chinese Postman. Und der Valhalla Code ist auch auf GitHub frei zugänglich. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank, Andreas Jobs, für diesen interessanten und auch lehrreichen Vortrag. Du hast noch deinen Kollegen Andrea Borghi mitgebracht, um Fragen zu beantworten. Es sind jetzt nicht so viele vom Publikum eingetroffen. Sie sind vielleicht noch am Verdauen. Ich habe ein paar Fragen, und zwar zuerst mal zu den Daten, die ihr verwendet. Ich habe OSM-Daten gelesen. Verwendet ihr ausschließlich OSM-Daten oder was fehlt da oder was musstet ihr ergänzen? Bis jetzt haben wir fast ausschließlich mit OpenStreetMap-Daten gearbeitet und das wird eben separat, werden davon eben die Routing-Daten berechnet. Wir waren in Zusammenarbeit mit der Firma GISOPS und da wurde im Vorfeld schon ein Tool entwickelt, das diese Datenpakete eben berechnet. Valhalla hat so ein eigenes Datenformat. Es ist ähnlich wie Vektorteils, Daten im Binärformat, und die werden dann eben über diese Schnittstelle zu dem ArcGIS-Portal können die runtergeladen werden. Wenn man sich eben dann mit den Gelände-Laptops verbindet, und dann ist das so diese bekannte Datenstruktur mit nach IDs, wo eben die einzelnen Teils liegen mit Ordnern und Unterordnern und einer Konfigurationsdatei. Und die Hintergrundkarten im CADAS, die man sieht, ja, sind auch meines Wissens nach sind es immer noch OpenStreetMap. Wir können aber von Swisstopo auch andere Sachen, andere Kartensätze je nach Region einbinden. Danke, ja. Geht gerade ein bisschen fließend über in meine nächste Frage. Kannst du ein bisschen Unterschiede sagen zwischen Online-Offline-Routing? Was sind so die Probleme, die man hat oder die Unterschiede, wenn man Offline-Routing machen will, im Gegensatz zu Online-Routing, was ja, sage ich, die meisten machen, wenn sie irgendwo in einem Webbrowser auf den Routing-Knopf drücken? Also das erste Problem ist vielleicht, dass man die Datei lokal haben muss. So, da es gibt schon ein Speichernproblem manchmal. Was gut ist mit Valhalla, ist, dass die Kacheln sind, also es ist auch PBF-Kachel, aber es ist keine echte es ist keine Vektorteils, wenn man denkt an Mapbox-Vektorteils. Es ist echt PBF, aber nicht Vektorteils. Und sie sind ziemlich leicht, weil es sind komprimierte Binaries. Und am Ende, das ist ziemlich performant. Das Memory, so, man braucht nicht sehr viel RAM, weil es ladet nur die Kachel, die er braucht, wenn er eine Route berechnet. So, das ist ziemlich performant mit Valhalla.
Das Problem, das wir hatten auf Windows, war, dass normalerweise kann man Valhalla als HTTP RESTful Endpoint benutzen, auch wenn man lokal arbeitet, aber nur auf Linux, weil das HTTP Endpoint ist ein Custom HTTP Endpoint. Es ist nicht eine CGI Anwendung. Man kann nicht mit Apache oder irgendein normales fast CGI Plugin das servieren, so es war schwierig, das auf Windows zu bedienen. Und deswegen haben wir eine kleine Pull-Request gemacht, wo wir ihm als Command-Line-Programm Valhalla benutzen können. Und dann könnten wir das auch auf Windows machen. Das Problem mit Valhalla war nicht das Offline, weil es war mehr echt die Windows-Integration. Jetzt sind Fragen eingetroffen unterdessen. Die eine Frage ist so der Unterschied zu existierenden Lösungen wie Osmand oder B-Router. Das heißt einfach so ein bisschen OSM-basierten Routing-Applikationen. Könnt ihr dazu was sagen? Ja, man muss sagen, es war einfach ein Wahl. Wir haben verschiedene Lösungen ein bisschen ausprobiert und gewählt. Es gab das Hauptproblem, war die, ich kenne nicht gut die andere Lösung, das Hauptproblem war die Matrix-Optimierung, die nicht im Grasshopper war. Sonst hätten wir vermutlich Grasshopper benutzt, weil es ist eine Java-Anwendung und es war einfacher auf die Windows-Maschine vom Arma Swiss das zu haben. Aber es war aber die Matrix-Optimierung, die nicht in die Open-Source-Version vom Grasshopper war, das war echt das Key. Die anderen haben wir nicht 100% geschaut, weil es gab schon eine Voranalyse, die SwissTopo mit Arma Swiss schon gemacht hatten und sie hatten schon verschiedene andere Varianten aus der Liste genommen. Ja. Und ja. Die Matrix-Geschichte war eben entscheidend für diesen Patrouillier- Modus, wo wir wussten, dass es noch kommen wird. Und klar, und dann haben wir uns für Valhalla entschieden. Es ist eben eine schwierige oder eine eben nicht so ausführliche Dokumentation bei Valhalla. Das macht es eine Herausforderung, aber es hat eben das Potenzial für solche umfangreicheren Zusatzfunktionen. Wenn man einmal, also der Kollege, der jetzt da sich damit am meisten beschäftigt hat, ist nicht jetzt hier dabei, aber wenn man einmal die Datenstruktur besser kennt vom Valhalla, dann kann man eben da schon gut so eine Erweiterung wie das Chinese Postman-Problem einbauen. Ja. Eine weitere Frage ist, auf welche Kugis-Version basiert Cadas Albireo? Und meine Anschlussfrage wäre dann gleich, was würde es bedeuten, das im normalen Cookies zu verwenden, diese Lösung? Ist das aufwendig, das zu portieren? Oder was würde das bedeuten? Ich kann beide antworten. Also die aktuelle Version vom Albireo benutzt aus meinem Wissen Cookies 3.10 als Basis. Und die nächste, die im Anfang nächstes Jahr kommt, wird auf 3.16 basiert sein. Die Importage auf Cookies sollte nicht so schlimm sein, weil alle die Controller-Funktionalitäten, diese sind ziemlich standalone, wir benutzen nicht sehr viel. Wo wir ein bisschen mehr Aufwand gibt, ist, wir benutzen im Moment, weil wir benutzen ein paar Klassen vom CADAS, um die Äquivalent vom Cookies Custom Layer, Custom Vector Layer zu haben, weil CADAS implementiert seine eigene Struktur. Es sollte nicht sehr ein großes Aufwand sein, ein solches Portage zu machen, aber es ist sicher einige Tage Arbeit, ja. Aber man muss nicht alles neu schreiben. Ist jetzt aber nicht geplant so, aber der Code wird Open Source sein, oder? Es ist schon Open Source. Ja, also der Link war da, stimmt. Es ist schon Open Source, aber es ist für CADAS im Moment gedacht. Also wenn ein Interesse gibt, also es gibt auch ein Plugin vom GitOps, der schon existiert, der ist eine
komplett anderes Projekt. So, das Codebasis ist echt nicht das gleiche, das schon existiert. Ich weiß nicht, ob ich das Link finde. Ich werde das im Chat noch schreiben. So, es gibt schon ein Plugin für Valhalla, die GitHub gemacht hat. Es wurde vor ein paar Monaten open sourced auf GitHub. Und dann ist dann dieselbe Schnittstelle einfach quasi lokal Request gegen einen, im Gegensatz zu einem Remote Request auf dem Valhalla Server. Ja, normalerweise ja. Das ist das Normalfall mit Valhalla. Ja. Aber gut, ja, dann vielen Dank. Ich möchte noch ein bisschen, wir machen noch 5 Minuten Pause bis zum nächsten Vortrag. Ich danke Andreas Jobst und Andrea Borghi für die Erläuterung und den interessanten Vortrag. Und hier geht es dann weiter um 15 Uhr wieder mit OpenStreetMap Routing.